Am Anfang möchte ich sagen, dass ich mit Herrn Professor Radoslav Katicic in den Kontakt in den 90er Jahren über Herrn Professor Stjepan Babic kam, der mir gegenüber mehrmals erwähnte, dass Katicic einer der klügsten Kroaten sei. Herr Professor Katicic hatte in der Tat ein unglaubliches Gedächtnis und breites und tiefes Wissen in verschiedenen Bereichen. Seine kroatistischen Werke haben auf meine fachliche Entwicklung großen Einfluss geübt und ich bin sehr geehrt, am Symposium zum Gedenken an ihn teilnehmen zu können. Den Organisatoren spreche ich hiermit für die Einladung meinen besten Dank aus. Eines der großen Themen, über die ich mit Professor Katicic am Anfang des zweiten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts diskutierte, war die philologische Schule der kroatischen Vukovianer, Vuk-Anhänger oder kroatisch Vukovci. Ich kündigte damals Herrn Professor Katicic an, einen Artikel über Armin Pavic zu schreiben. Pavic gilt neben Tomislav Maretic in kroatistischer Literatur als das bedeutendste oder hervorragendste Mitglied dieser kroatischen philologischen Schule aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die sich gegen die zuvor dominierende Zagreber Schule durchsetzte und ab dem Ende des 19. Jahrhunderts die Normen im kroatischen Sprachgebrauch bestimmte. Armin Pavic schrieb persönlich keines der normativen Werke seiner philologischen Schule und war nicht oder war kaum als Sprachwissenschaftler tätig. Seine Positionierung zum führenden Mitglied der kroatischen Vukovci ist vor allem seinem politischen Einfluss zu verdanken. Er war derjenige, der 1877 als Mitglied der damaligen Rechtschreibkommission die Ausarbeitung einer Rechtschreibung nach den Regeln der Zagreber Schule verhinderte. Ein Jahr danach bestimmte der Präsident der Jugoslawischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Franjo Rački, dass Đuro Daničić als Hauptredakteur das monumentale Wörterbuch der kroatischen oder serbischen Sprache, dessen erstes Band die Akademie 1880 herausbrachte, metasprachlich so gestalten kann, wie er will. Armin Pavic war Mitglied der Akademieklasse, die diesen inoffiziellen Beschluss von Rački im Nachhinein offiziellen Rahmen gab. Dieser Beschluss hat auf die österreichisch-ungarische Verwaltung in Bosnien und Herzegowina Anfang der 80er Jahre Einfluss geübt und dazu beigetragen, dass man dort in dem amtlichen und in dem Schulgebrauch den Rechtschreibregeln von Đuro Daničić folgte, der damals als der hervorragendste serbische Linguist galt und der zuvor in Wien und in Zagreb tätig war. 1892 wurde Hrvatski pravopis, kroatische Rechtschreibung, von Ivan Bros veröffentlicht und für die Schulen im damaligen Kroatien und Slawonien als obligatorisch bestimmt. Die Schlüsselrolle in diesem Verfahren hatte ebenfalls Armin Pavic. Wie Ivan Bros im Vorwort seiner Rechtschreibung sagt, orientierte er sich in allen wichtigen Punkten an Daničić und alle seine Rechtschreibregeln habe Armin Pavic persönlich genehmigt. Nachdem Armin Pavic Minister der kroatischen Landesregierung für das Schulwesen und die Religionsfragen wurde, bestimmte er die Grammatik der kroatischen Sprache von Tomo Maretic als das obligatorische Grammatikhandbuch für die kroatischen Mittelschulen. Durch die Herausgabe des kroatischen Wörterbuchs von Ivan Bros und Franjo Ivekovic im Jahr 1901, als Armin Pavic immer noch die Funktion des Landesministers innehatte, wurde die Reform der kroatischen Vukovci komplett durchgeführt. Ihre Reform der Sprachnormen und der Rechtschreibung wird in der kroatischen Öffentlichkeit und in der Kroatistik spätestens seit den 30er Jahren in Frage gestellt und negativ rezipiert, weil sich die kroatischen Vukovci darauf basierten, dem Serben Vuk Stefanović Karadžić und vor allem seinem Nachfolger Đuro Daničić zu folgen. Und die eigene literatursprachliche Tradition, verkörpert in der Zagreber philologischen Schule, zu verdrängen versuchten. In den großserbischen und manchen internationalen slawistischen Kreisen wurde die Tätigkeit der kroatischen Vukovci gerne simplifiziert und als Übernahme der serbischen
Sprache und der serbischen Rechtschreibung seitens der Kroaten deklariert, ungeachtet dessen, dass es sich um Normen handelte, die die Wiener Sprachpolitik mit Mühe und Not unter kroatischem Vorbild vor nur wenigen Jahrzehnten zu den Serben und nach Serbien exportiert. Im Zuge dessen begann man in Kroatien Armin Pavic zu jugoslawischen Zeiten als einen pro-serbischen Sprachunitaristen, sogar als einen Unterstützer großserbischer Konzepte zu betrachten, der während der Regierungszeit von Banus Karol Kun-Hedevari in Einklang mit seiner unionistischen Politik die Normen der Zagreber philologischen Schule ausschaltete. In meinem Vortrag werde ich die These prüfen, ob das Wirken von Armin Pavic im damaligen Rahmen von den Serben als pro-serbisch empfunden wurde. Zu diesem Zweck habe ich die Nachrichten und Kommentare über Armin Pavic in den serbischen Zeitschriften Srbobran und Srpsko Kolo analysiert. Srbobran wurde in Zagreb von 1901 bis 1914 herausgegeben und Srpsko Kolo erschien von 1903 bis 1910 ebenfalls in Zagreb. Beide Zeitschriften haben das Ende des Mandats von Armin Pavic als Landesminister für das Schulwesen im Jahre 1904 negativ kommentiert. Srpsko Kolo schrieb, Pavic habe für den Fortschritt des Schulwesens nichts getan. Srbobran veröffentlichte wiederum bereits 1901 einen Text, in dem Pavic beschuldigt wird, in den Schulurkunden der Mittelschulen die Sprachbezeichnung Kroatisch oder Serbisch zugunsten von nur Kroatisch verboten zu haben. In einem anderen Text wird Armin Pavic beschuldigt, Studenten, wahrscheinlich serbische Studenten, mit der Grußformel Živio vas Hrvatski Bog, kroatischer Gott sei mit euch, zu begrüßen. Darüber hinaus war laut Srbobran Armin Pavic derjenige, der als Landesminister Tomislav Maretić es verboten hat, im Titel seiner Grammatik für die Mittelschulen die Sprachbezeichnung Kroatisch oder Serbisch zu verwenden. Pavic insistierte angeblich auf der Sprachbezeichnung Kroatisch. Allein diese Sprachbezeichnung wird auch in den Titeln anderer normativer Werke der kroatischen Vukovianer, die für den Schulgebrauch bestimmt waren, verwendet. Die Reaktionen in Srbobran und Srpsko Kolo zeigen, dass die Vorstellung, Armin Pavic sei ein pro-serbisch orientierter Politiker gewesen, in Frage gestellt werden kann. Wenn man sich näher mit dem Leben und dem Werk von Armin Pavic befasst, sieht man, dass er hinsichtlich der kroatisch-serbischen Beziehungen sein ganzes Leben lang im Sinne von kroatischen Interessen wirkte oder zumindest wirken wollte. Das zeigt sich auch in der Polemik, die er mit Vatroslav Jagić im Jahr 1913 führte. Der Anlass für diese Polemik war die Schrift Cara Konstantina Sednoga Porfirogenita de administrando imperio glave 29.36 sredio i preveo Armin Pavic. Pavic setzt sich darin für die These ein, dass ehemals neben Weißkroatien auch Rotkroatien existiert. Jagić kommentiert spöttisch, dass die Argumente von Pavic ganz im Sinne des modernen Starčević-Programmes seien. Pavic erwidert ebenfalls spöttisch, dass Jagić als Meister der Slavistik ganz im Sinne des altmodischen slavoserbischen Programmes auftritt und kritisiert zugleich, wie Jagić die Sprachbezeichnung serbokroatisch verwendet. Wenn man auch andere zahlreiche Polemiken wahrnimmt, die Armin Pavic mit Vertretern der Serben führte, wird man dem serbischen Historiker Ilarion Ruvarac, einem seiner Opponenten, Recht geben müssen, wenn er 1888 schreibt, Pavic sei, das zitiere ich jetzt nur auf Kroatisch, stari Požežanin i Slavonac i žestoki Hrvatin i Hrvatski sin. Ende des Zitats. Angesichts dessen muss man sich am Ende meines Vortrages die Frage stellen, wie ist es möglich, dass Armin Pavic die Sprachreform der kroatischen Vukovci mitleitete, wenn diese eine antikroatische Angelegenheit war? Die Antwort darauf ist einfach
wenn man die ganze Sache nicht mit heutigen Augen betrachtet. Ich glaube, was ich auch in den Gesprächen mit Herrn Professor Katicic vertrat, dass das Projekt der kroatischen Vukovci zumindest in den Teilen, die Armin Pavic kontrollierte, und er kontrollierte nicht alles, im politischen Sinne kroatozentrische Ziele hatte. Sie waren darauf gerichtet, Zagreb und Kroatien zum kulturellen Zentrum des Südslawen zu machen und die Sprachnormen auch für Serben in Zagreb zu bestimmen. Pavic persönlich, im Gegensatz zu Tomislav Maretic, arbeitete zugleich daran, die Sprachbezeichnung Serbisch durch die Sprachbezeichnung Kroatisch zu unterdrücken. Das ganze Projekt scheiterte bekannterweise 1918. Und anfänglich wurde es meiner Meinung nach innerhalb der Jugoslawischen Akademie der Wissenschaften und Künste in den 60er Jahren konzipiert und ist engstens mit der Idee des Jugoslawismus verbunden, die in dieser Zeit vom Bischof Josip Juraj Strossmayer und Franjo Rački ausgearbeitet und vertreten wurde. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich die Zeit nicht überschritten habe. Vielen Dank.